Übertriebene Tierliebe. Im Mai 2006 war es zu einem Großeinsatz auf dem Gertrudenhof gekommen. Hundemeuten hatten zum wiederholten Male Schafe gerissen. Es wurde vermutet, dass es sich um die Hunde von Gisela V. handelt. Mitarbeiter des Veterinäramts, der Polizei, Feuerwehr und viele Helfer hatten über Stunden 231 Hunde aus Zwingern und Verschlägen geborgen. Die Tiere waren teilweise krank und unterernährt. Die Helfer fanden mehr als 30 Hundewelpen in Erdtunneln. Zwei Tiere mussten sofort eingeschläfert werden. Auf dem Hof wurden etliche Tierkadaver entdeckt. Gisela V. hatte bei einer Zwangsräumung 2006 und bei einer überraschenden Kontrolle des Veterinäramts 2013 angedroht, sich umzubringen, wenn man ihr die Hunde nimmt. 2015 wurde diese Frau tot in ihrem Haus aufgefunden. So Leute, wir befinden uns auf einer ganz, ganz wichtigen Mission. Ich denke, alle von euch, die dieses Video angeklickt haben, erwarten Großes. Ich bin selber ultra gespannt. Nach circa anderthalb Jahren fahren wir zu einem Ort zurück, bei dem damals Folgendes passiert ist. Ist hier noch jemand? Oh Gott, ich habe so Gänsehaut. Ich kann gar nicht hingucken. Warte. Hallo? Ja, hier lebt jemand. Wir sind hier nur durch Zufall vorbeigefahren, das muss man sich mal vorstellen. Und dann findet man hier einfach sowas vor. Nun setzen wir wieder im Auto und fahren dorthin, diesmal nicht mit Nini, sondern Ehrentim ist mit dabei, der schon angekündigt hat, dass er nicht unbedingt mit auf das Gelände möchte. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob er da einfach so nicht mit kann. Ich glaube schon, dass er da mit muss. Ich kann ja nicht einfach alleine darauf. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie die Situation ist. Vielleicht haben inzwischen Menschen das Ding gekauft. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass wir die gleiche Straße dahin fahren wie das letzte Mal, nur dass wir das letzte Mal noch nicht ansatzweise wussten, was uns dort erwartet. Ihr habt so oft in die Kommentare geschrieben, dass ich da nochmal hinfahren soll, dass wir nochmal gucken sollen. Deswegen machen wir genau das jetzt. Ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir gucken jetzt, was beim Horrorhaus der toten Hundefrau passiert ist und wie es dort jetzt aussieht. Ich keine Ahnung, ob man es schon sieht auf der Kamera, Leute. Boah, Alter, mir wird ganz anders, ne? Die Rollläden sind immer noch unten. Eieieiei, ich fahre jetzt mal langsam, ist gerade keiner hinter uns. Sieht man das ein bisschen? Diesen weißen kleinen Caddy da, diesen Opel. Hier, da war das Fenster mit dem Zimmer. Gefühlt ist gar nichts passiert. Die Eingangstür vorne ist offen, das war früher gefühlt nicht so. Wir suchen uns jetzt mal irgendwie einen Parkplatz. Dann gucken wir uns das Ganze an und machen wirklich ein Revisit. Ich kann selber noch nicht fassen. Und Tim auch nicht. Der zittert schon wirklich wie ein alter Aal. Er auch die ganze Zeit schon. Ich habe wirklich keine Lust. Ich will wirklich nicht, Paul. Ich habe keine Lust. Ich auch nicht, Tim. Ach, es müssen Dinge getan werden. Was willst du denn machen? Dann würde ich sagen, schnappen wir uns noch das Handy und gehen zum Horrorhaus der toten Hundefrau. Ich muss schon sagen, ich bin jetzt bei so einem Video definitiv ein bisschen aufgeregter als sonst, weil man halt weiß, was da geschehen ist, weiß, wie es dort aussah und weil man nicht weiß, was einen dort jetzt erwartet. Tim kommt mit. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt, was uns da drin erwartet. Letztes Mal sind wir hier direkt rüber in den Wald gegangen. Ich glaube, das machen wir diesmal auch. Und dann müsste das Grundstück auch schon dahinter auftauchen. Das hier ist halt der alte Zaun. Das Grundstück war schon relativ groß und diese Frau hier, wir hatten das ja damals noch recherchiert, hielt sich ja hier zeitweise mehrere hundert Tiere auf einmal. Da gab es Hunderotten, die hier über die Felder gezogen sind, um sich irgendwo ihr Essen zu besorgen, weil die hat dann hier wirklich teilweise einfach nur so eine halbe Kuh aufs Gelände geschmissen zum Essen und dann haben sich die Wildhunde eigentlich darüber hergemacht. Das war eine völlig außer Kontrolle geratene Situation und am Ende wurde der Hof ja auch geräumt. Ich könnte jetzt hier theoretisch schon rüber, aber ich möchte versuchen, den gleichen Weg zu gehen wie beim letzten Mal. Wir gehen jetzt hier immer an diesem alten Grundstückszaun entlang. Da hinten ist das Haus, man sieht es schon so ein bisschen. Da ist dann dahinter die große Straße. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, was aus diesem Raum geworden ist. Ihr wisst alle, welchen ich meine. Dieser Wald hier war letztes Mal halt auch so unfassbar unheimlich. Die ganze Situation war unheimlich, weil wir ja schon vorher wussten, dass hier irgendwas Komisches geschehen sein soll. Man sieht halt auch von hier aus schon auf dem Grundstück überall so kleine Gehege, Käfige und so weiter. Und hier ist jetzt der Zaun mit dem Stacheldraht. Hier ist das Tor. Das war letztes Mal zu. Hier haben wir damals noch irgendwo angerufen, einen Kumpel von Nini, um zu erfragen, was mit diesem Hof hier genau gewesen sein soll. Soweit
wie ich weiß, soll da wohl der Ehemann seine Frau umgebracht haben. Also ich würde da schon ein bisschen vorsichtig sein. Gleich, wenn man reinkommt, fällt halt auf Hundehütten. Und nicht nur eine, da hinten geht's auch weiter. Das sind alles Hundezwinger hier. Ach, wo mehrere, ich weiß nicht wie viele hunderte Hunde gefühlt auf engstem Raum gehalten wurden damals. Gott sei Dank sind die da jetzt nicht mehr drin, Leute. Also der Müll sieht noch ganz genauso aus wie vorher. Haustür steht offen. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, das Fenster ist schon wieder verbarrikadiert. Ey, mit dem Wissen, dass da drin dieses eingerichtete Zimmer damals war, ist das einfach nicht auszuhalten, wie gruselig das ist. Ohne Scheiß. Hier hast du halt die alten Scheunen und das großläufige Gelände. Überall hier waren Hunde, überall. Inzwischen ist hier alles voller Müll, bis auf dass da auch noch ein Hundekäfig ist. Boah, Leute, jeder von euch kennt dieses Haus. Ganz viele Leute kennen meinen Kanal aufgrund dieses Hauses. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Wenn hier noch jemand ist, dann wird der speziell mich nicht mögen. Deswegen möchte ich hier wirklich vorsichtig an die ganze Sache rangehen. Ich werde auch vorher mal rufen, dass wir da sind, falls jemand hier ist und falls hier noch jemand lebt, wovon ja letztes Mal noch rauszugehen war. Ich hab wirklich Schiss, Leute. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist immer noch dieses Polizeisiegel an der Wand, an der Tür. Die Tür war ja damals wirklich komplett versiegelt. Der Kühlschrank ist inzwischen ganz da hinten. Der stand hier mal. Der ist nicht mehr da. Alter. Dafür tun sich hier neue Räume auf. Eine zweite Küche, die man damals gar nicht gesehen hat. Weil ich glaube, genau hier vor diesem Türeingang stand letztes Mal der Schreibtisch. Boah, hier ist richtig viel Vandalismus, Leute. Hier ist ganz viel von der Wand geruppt worden. Die ganze Küche ist kaputt. Inzwischen liegen hier dafür Briefe. Hier gibt es halt tatsächlich einige Briefe direkt in der Küche, wo auch der Name von der Frau steht. Sehr geehrte Frau, an Bayer halten Sie Leserbriefe, die Sie gerne mit Spenden unterstützen möchten. Für Sie alles Gute. Bei den einzelnen Personen sollten Sie sich ruhig melden. Mit freundlichem Gruß, Redaktion. Ich weiß ja, dass es einige Zeitungsartikel gab. Die haben wir ja auch wahrscheinlich alle gelesen. Hier gibt es noch ein Bild von einem Schäferhund. Hier ist der Brief von 1995, war der im Übrigen. Das ist schon richtig lange her. In ihrer Sendung am 21.12.95 war eine Dame bei Ihnen, die uns mit ihrer fürsorglichen Liebe zu Hunden sehr beeindruckt hat. Diese Frau lebt in einem Wohnwagen zwischen ihren 50 Hunden. Das genau stand in der Zeitung, dass die in einem Wohnwagen lebt, hier auf dem Grundstück. Das ist aber ein Brief, der ging an jemand anderen und da wurde über die Frau, die hier gelebt hat, berichtet. Damals ging es noch um die Fürsorge für Hunde, aber irgendwann schien diese Frau die Kontrolle darüber verloren zu haben, denn dieses Grundstück wurde ja sogar zweimal, glaube ich, komplett geräumt. Ach, der Eindruck der Küche im Allgemein sehr, sehr schlecht. Es ist noch schlimmer geworden als letztes Mal schon. Da oben stehen halt sogar noch irgendwelche Hundebriketts von ganz früher rum. So, nun gehen wir hier weiter rein. Müll ohne Ende, wir kennen es nicht anders. Und wenn wir jetzt da hinten weiter gerade durchgehen, dann kommt genau dieser Raum. Und ich bin sehr gespannt, was daraus geworden ist. Hallo, ist hier noch jemand? Ich glaube nicht, dass hier noch jemand ist, Leute, aber ich habe keine Ahnung. Sucht schon wieder seinesgleichen und dieser Weg darüber zu dem Zimmer, der ist immer noch geblieben. Und die Müllberge häufen sich hier nach wie vor gewaltig. Der Blick nach draußen, Leute. Immer noch Gitter vor den Fenstern, alles verbarrikadiert. Das hier ist der Hof, wo wir gerade herkamen. Da hinten ist der Stall, da sind wir um die Ecke gekommen. So, im Allgemeinen findet man hier auf dem Boden, ich will es eigentlich nicht anfassen, Leute, aber immer wieder Briefe von Hunden, ne? Das sind so Sachen, die mir letztes Mal aufgrund der Aufregung überhaupt nicht aufgefallen sind. Hunde, Welpen, völlig vergilbte Bilder. Oder hier, das dürfte sogar die Frau in jungen Jahren sein. Das ist schon traurig, was daraus geworden ist irgendwie. Und ansonsten, naja, ihr könnt es ja erkennen, wie das hier aussieht. Wirklich messyhaft bis sonst wohin, alles durcheinander, wirklich alles. Ich glaube, für den Raum hier brauchen wir mal kurz Licht. Da waren wir damals auch drin. Sowas wie das Schlafzimmer oder so. Unfassbar widerwärtiger Zustand. Man steht hier bestimmt auf 30, 40, 50 Zentimeter hohen Bergen an Müll. Es stinkt hier auch unfassbar widerlich. Eine Mischung aus muffig, Müll und Scheiße. Klamotten überall, hier liegt halt alles durcheinander. Alle Nachlässe dieser Frau, die hier dann am Ende tot aufgefunden wurde. All dieser Kram liegt hier noch. Keine Ahnung, ob die hier schon so gelebt hat. Nicht umsonst hatte die ja einen Wohnwagen später.
Jetzt wird's wirklich spannend. Die Tür ist auf jeden Fall offen. Hallo? Es ist einfach fast bis zur Decke hoch nur gestapelter Kram. Hier war die Tür damals. Ihr könnt euch noch dran erinnern, Leute. Genau hier war die Tür hinter mir. Die Tür sehe ich jetzt schon gar nicht mehr. Und der Raum, ja, was soll ich sagen, der ist komplett zerrupt. Krass. Krass, krass, krass. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an. Damals war ich hier so aufgeregt. Es ist auch eigentlich noch alles da, nur halt alles komplett zerrupt, weil hier irgendwelche Menschen waren, die alles aus welchem Grund auch immer wieder zerstört haben. Aber hier musste noch einige Jahre später der Gehilfe dieser Frau, der sich damals mit um die Hunde gekümmert haben, gelebt haben. Soweit wart ihr euch in den Kommentaren und auch ich mir eigentlich sicher. Ja, der Zustand. Naja, so ein Radio, das stand hier damals auch schon. Dieser Kühlschrank, wir können ja mal schauen, ob noch was drin ist. Zugebackt. Oh, widerlich. Grießbrei und verschiedenste andere Sachen. Daraus hat er sich dann am Ende noch ernährt. Sonst haben wir da hinten halt wirklich diese ganzen Hundefotos, wo ich immer noch vermute, dass die noch von der Frau sind, so als Überbleibsel. Und das hier vielleicht auch so der letzte Raum war, wo sie noch gelebt hatte. Man kann hier aber wirklich kaum noch lang gehen. Ne? Es ist alles verwüstet. Und alle Dinge hier stehen noch in dem Zimmer. Kleidung ohne Ende. Ich weiß nicht mal, auf was ich hier gerade laufe. Die Schränke, die habe ich damals alle auf jeden Fall nicht aufgemacht, aber auch die schienen noch voll gewesen zu sein mit Schuhen. Hier hast du Kleidung ohne Ende. Hier, überall Kleidungsstücke. Wahrscheinlich auch noch von der Frau von damals. Schaut mal, das hier ist übrigens das Fenster, ne? Also hier war das Rollo unten, das Fenster war offen und hier konnte man nicht rausgucken. Inzwischen ist das hier der Blick auf diesen Wagen, zu dem wir eigentlich gleich auch nochmal gehen müssen. Oh, diese Müllberge lassen einen hier ungerne länger verweilen. Es ist wirklich widerwärtig. Also gehen wir jetzt nochmal in die andere Richtung und gucken da kurz weiter. Jetzt können wir von hier aus eigentlich nur nochmal diesen Gang entlang gehen. Aber auch das hier. Mit Licht hier nochmal einen Blick reinzuwerfen, das ist dermaßen pervers und zugemüllt. Irgendwo hier, ich weiß nicht wo, musste diese Frau hier auch gelegen haben. In diesem Haus hier hatte wochenlang die Besitzerin dieses Hauses gelegen. Das ist absolut pervers. Man läuft hier nur noch über Hundefutter und Schutt. Guckt mal, wo ich gerade stehe. Mein Kopf berührt fast die Decke oben. Und unter mir ist nur Müll. Da mal ein Riesenrespekt an alle Tatortreiniger und so weiter, die das jeden Tag machen und solche Buden hier ausräumen müssen. Mit bloßen Händen. Wirklich pervers. Und hier hängt im Übrigen auch noch eine Jacke. Das ist der Flur. Der Kühlschrank war auch komplett voll mit irgendeinem Inhalt. Aber nach oben muss ich nochmal gehen auf jeden Fall. Das war's doch komplett, Orino. Jetzt muss ich hier über den Kühlschrank balancieren oder was? Okay, für die Treppe nochmal hoch, oder? Hallo? Tim wartet jetzt gerade unten. Ich bin jetzt hier komplett alleine oben. Alter! Man kommt hoch und findet zuerst diese riesen Knochen hier. Die müssen halt von einem Rind gewesen sein oder so. What the fuck? Aber neben diesen abgenackten Knochen hast du hier halt auch noch eine Menge Unterlagen. Von der Staatsanwaltschaft zum Beispiel. Vereinfachte Zustellung, Geschäftsnummer, bla bla bla. Ich weiß nicht genau, worum es ging, aber wahrscheinlich um diese Tiersache. Das werde ich mir jetzt aber auch weiter nicht ansehen. Ich will hier auch gar nichts anfassen, denn hier liegen noch weitere Knochen rum. Eigentlich sind überall Knochen. Das sind alles Knochen auf dem Boden. Das ist mir letztes Mal auch gar nicht aufgefallen. Das ist wirklich so widerwärtig hier überall. So, so widerwärtig. Ah, hier oben waren die Vogelkäfige. Genau die hier. Die hat sich ja hier oben auch noch Vögel gehalten. Diese Kombo aus dem Ganzen. Das war wie so ein ganzer Zoo eigentlich. Ich hoffe einfach nur wirklich, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es diesen Tieren, gerade auch den Vögeln, hier einigermaßen gut ging und die hier immer schön was zu essen gekriegt haben. Selbst hier neben auf diesem kleinen Schrank war noch irgendwie überall noch Platz für noch weitere Tiere. Das war ja ein richtiger Zwang. Die hat immer mehr und immer mehr Tiere gesammelt. Hier ist auch noch mal was Interessantes. Owner Tierhaltepapier. Das ist ein internationaler Impfpass für einen Hund. 27.08.94. Deutscher Schäferhund. Das ist der Impfpass einer ihrer deutschen Schäferhunde. Und daneben hast du dann auch noch so ein Rassenechtheitszertifikat. Körzucht, Leistungszucht, Ahnentafel. Alles Urkunden für irgendwelche Hundesachen. Nur, wie gesagt, irgendwann ist ihr das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Aber ganz gewaltig. Im Mai 2006 war das abgelegene Gehöft zwangsgeräumt worden. Gisela V. hatte damals mit einem riesigen Rudel von Huskies und Schäferhundmischlingen auf der abgelegenen Hofstelle gelebt. 231 verwahrloste und zum Teil kranke und unterernährte Hunde, die unter unsäglichen Bedingungen gelebt hatten, wurden vom Hof geholt.
Die Helfer sprachen damals von unfassbaren Bildern. Bitte wiederholen, Tim. Ich habe eine Autotür klappen hören. Relativ nah hier, irgendwo dran. Verstanden, ich komme jetzt runter. Das ist auf jeden Fall immer wieder schön, rauszukommen aus dieser Stinkebude. Alter, Leute. Jetzt haben wir eigentlich noch eine Mission. Ich möchte mir auf jeden Fall das Auto nochmal angucken. Problem ist nur, die Straße ist halt direkt vorne an. Können schauen, ob wir im Moment abpassen, wo kein Auto kommt. Hier vorne ist das Auto halt auch schon. Das ist halt wirklich krass, ne? Das ist auch offen und komplett zugemüllt. Bis hinten hin. Ob die damals mit diesem Auto das Fleisch transportiert hat? Diese halben Kühe und so, was die sich hier angeschleppt hat für die Tiere, für die ganzen Hunde. Das ist auf jeden Fall dermaßen ranzig, die Karre. Aber man sieht hier auch so Hundeplüschdinger vorne dran. Damit ist sie umhergefahren. Was auch immer sie erledigt hat. Aber sie hat es damit erledigt. Hier sieht man das Haus nochmal ganz schön von dieser Seite. Mit dem Auto nach vorne. Hier hast du das Zimmer, wo wir drin waren. Jetzt kommt ein Auto. Da oben ist der Dachboden mit den Vögeln, wo wir auch gerade waren. Hier vorne der Raum, der damals verschlossen war. Da steckte damals dieser Schraubenzieher zwischen. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr unheimlich aus. Ist schon auf jeden Fall ein richtiges Horrorhaus. Und in dem Falle passt der Name auch wirklich wie die Faust aufs Auge. So, jetzt lass uns aber auch schnell wieder weg von der Straße. Das war jetzt schon kurz ein bisschen unbehaglich. Viel mehr gibt es hier auch eigentlich nicht mehr zu sehen, Leute. Das Einzige, was man eigentlich noch machen könnte, um ein Teil 3 für dieses ganze Gebäude hier zu veranstalten, wäre es wirklich eine komplette Overnight hier in dieser Location. Ich würde sagen, ab 15.000 Likes fange ich an, es mir zu überlegen. Aber ich fange auch nur an, es mir zu überlegen, ob ich das machen würde. Im Horrorhaus der Hundefrau eine komplette Nacht zu verbringen. Und zwar, Leute, alleine. Tim muss dahin auch schon lachen. Also das wäre es wirklich komplett. Leute, lasst uns jetzt hier einfach verschwinden und ich hoffe einfach, das wird nie passieren. Also ganz im Ernst, Leute. Alleine hier drin zu übernachten, das überschreitet meine Vorstellungskraft, muss ich euch ehrlich so sagen. Naja, Leute, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir beenden jetzt genau hier auf dem Hof erstmal das Video. Wir gehen zurück zum Auto. Mir reicht es an der Stelle komplett, auch wenn es nur ein kleines Video war. Wir waren nochmal da und haben uns alles angeschaut und ich glaube, für den ersten Moment reicht das auch erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Ganzen hier in die Kommentare und vor allem, liked das Video, wenn ihr wollt, dass ich hier nochmal zurückkomme, ein drittes Mal und hier eine Overnight mache. Bleibt frauengesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video, euer PJ Adventure. Ciao! Und vor allem, der Ehren-Tim war mit dabei. Das müsst ihr ihm. Overnight garantiert nicht.